Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren FM13. Und wir fangen gleich an mit einem Bug. Denn das Spiel des FM3 gegen den FSV Frankfurt ist scheinbar am selben Tag wie gegen den FC Bayern München. Ich habe vorhin, hab es schon versucht aufzunehmen. Und ja, das sollte nicht sein. Obwohl es hier in der zweiten Liga nicht aufgeführt ist, werden wir trotzdem spielen dürfen. Hey! Gegen Frankfurt sagen, ein Remis sollten wir schaffen. Geht raus, ich bin ordentlich Fußball. Ich habe keine Ahnung, was jetzt zuerst kommt. Siehst du, wir spielen gleichzeitig gegen Bayern und gegen Frankfurt. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Schön, gell? So, also Leute, heute gegen den FC Bayern. Ja, die Bomben mit einem schönen Balleroberung. Das hat Bayern die erste Torschance in beiden Spielen. Es wird zu beobachten sein, wie das ist, weil er spielt irgendwie, ja, unsere Leute in beiden Stadien. Also, von wegen, ihr könnt euch nicht zerteilen. Guckt euch den FM13 an und ihr wisst, es geht. Eine unglaubliche Kombination der SC Bayern München. Mit vier Schenkeln. Ja. Und Müller macht das erste Tor nach Vorlage Götze. Ja, gut gegen Bayern. Das Spiel gegen Frankfurt ist mir eigentlich erst noch wichtiger. Ich aber. Hab ich so noch nie gehabt. Robben verletzt sich nur wer sonst? Gute Besserung. Weil ich habe keine Ahnung, was ich hier. Ich kann. Ach so, hier unten. Könnte ich noch was machen? Okay, das sind jetzt die Spieler gegen Bayern oder was? Nee, das ist Alibaba. Das ist Frankfurt. Okay. Und das ist Bayern oder was? Ich habe echt keine Ahnung, Leute. Das ist auch Frankfurt. Also, sprich, gegen die Bayern kann ich nichts machen, weil ich keine Ahnung habe, was ich mache. Oh Gott. Was ist denn das für ein Bug? Gut. Auf die Kommentare bin ich gespannt. Das hatte ich so auch noch nicht. Jetzt erst kleine Torschancechen. Chenchen. Abseits. Schön. Oder sind die Spiele parallel? Sind die. Wie läuft das hier ab? Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt sind wir oben. Gegen Frankfurt. Außenpfosten zurück. So Chance sind lieber. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich hier, auf was ich hier achten soll. Wie ich das hier managen soll. Ich habe keine Ahnung. Jetzt nochmal Chance. Erfurt gegen Frankfurt. Extrem mal einmal von Okan Aydin. Von der rechten Seite Strafraum. Das ist eine schöne Flanke. Tyrella verlängert und Klos ist ein bisschen schneller als Gustavo. Der Ball geht vom Innen von unerreichbar für Klein. Übrigens in der 1-0-Eröffnung durch Erfurt. Gegen den FSV Frankfurt. Das ist das wichtigste Tor ungewollt werden. Fabian Klos macht hier das Wichtige. 1 zu 0. Was ist hier? Hä? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Bug ist. Pfosten. Weiter so, Jungs. Jetzt mal Chance Erfurt gegen Bayern mit einer Ecke von Tom Marx. Einen schönen Kopf, weil man streichelt am Pfosten vorbei. Rein an Glück. Bebe, Rainer, Roman, letzte Bayern München. Der zweite Roman. Jetzt Ecke von Frankfurt. Aber Klemi hat den Ball. Schön. Wieder Chance Bayern. Eine gute Chance.
Alaba ist rechts Götze, dieses Blank auf Schweinsteiger. Und ja. Es ist Levin zu danken, dass es nicht 2-0 steht. Ach so. Ach so. Wieder Chance Erfurt, diesmal gegen Frankfurt. Das ist doch krank, ist doch das. Das ist so ekelhaft. Ich weiß nicht, worauf ich mich hier konzentrieren soll. Jetzt gelbe Karte gegen Ribéry. Lang dagegen Oder. Und irgendwie spielt ja auch Oder eine gelbe Karte. Ich weiß nur nicht in welchen. Laurito rettet immer so gegen Ribéry. Kann auch gegen Bayern keine Manndeckung einstellen. Gut, einmal liegt 1-0 hinten, einmal Firma 1-0. Ich weiß nicht, wie ich einstellen soll. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise, wenn ich das mal gesehen. Was? So, Halbzeitansprache. Das ist jetzt das Spiel gegen Frankfurt. Lass uns genauso weiterspielen. Hast du schön gemacht. Oder hast du gut gemacht. Hier können wir ein bisschen motivieren. Offensivabteilung motivieren. Super, ein bisschen massieren. Weiter geht's. Achso, es sind gleich beide Spiele gewesen. Ach so. Was eine kranke Scheiße. Doppel abzieht. Neben das Tor. Gut. Riesenchance in Berlin. Für wen? Bayern. 5 gegen 4 für Müller. Ribéry ist durch, hat nur noch Klevin vor sich. Schießt. Tor, 2-0 Bayern. Was ein kranker Mist. Man weiß sich gar nicht, worauf man sich hier konzentrieren soll. Wieder Chance Frankfurt. Zur Ecke. Gut. Frankfurt, Epstein oder Ecke, rechts. Reckt sich und fliegt dabei aus der Luft. Gut. Philipp hat einen. Sauber. Verletzung Konrad. Kreuzbandriss. Aua. Kreuzbandriss ist echt nicht feierlich. Trotzdem komme ich hier gerade echt gar nicht klar hier, was ist. Ekelhaft. Ja. Achso, im Spiel gegen die Ribéry hat er die gelbe Karte bekommen. Dann gegen die Bayern, okay. Wir gehen mal in die Aufstellung rein. Ich komme mir gerade gar nicht klar, wenn ich das muss sagen soll. Wer hier was? Keine Ahnung. Aydin hat jetzt noch nicht so die Rolle gespielt, sage ich mal. Die Bombe auch nicht. Wir gehen mehr auf dieses Flügelspiel. Und gucken uns das mal an. Konzentration, Jungs. Ist egal wie, Konzentration. Egal gegen wen. Wir haben uns ja auch zwei. Wir sind einmal in München, wir sind einmal in Erfurt. Das ist. Mischugge ist das. Das ist Mischugge. So, Torschance Bayern. 60. Minute, Dante schaltet das Angriffsspiel ein. Doppelpass mit Götzen. Da fehlt das Tor deutlich. Nochmal Chance Bayern. Was denn Schweizer Götze? Und sie hat einen Pass nach Rito gehabt. Mit zunächst Abwärtsfalle. Aufblockiert ein Pass von Götze zu Lewandowski. Der Ball kommt unglücklich zu Götze zurück, der den Ball zum 3-0 einschiebt. Ich kann der Mannschaft hier nicht mal vorkommen, weil die wollen was machen gegen zwei Mannschaften. Ich konnte ja nicht mal eine Manndeckung einstellen gegen die Bayern. Ich kann nichts machen. Das Bayern-Spiel läuft komplett offen. Ich bin gespannt, wie das sich auf die Moral ja, ausübt. Ja, gut, in dem Fall, okay.
Jetzt Schanze in Frankfurt durch Freischuss von Tyralla. Fügt den Ball aus der Luft. Ja, ich kann auch nichts machen gegen die Bayern. Kann nichts einstellen. Der Deppen. Spielerwechsel, Salah kommt für Puska. Ein ekelhafter Spieltag heute. Wir gehen nochmal in die Aufstellung rein. Und schauen, was wir noch machen können. Wen wir hier noch bringen können. Gute Frage. Ich möchte Bergi noch eine Chance, sich eben zu etablieren, beziehungsweise zu sagen, kann sich durchsetzen, kann ein bisschen Erfahrung sammeln. Ist zwar riskant im Stand vom 1:0, aber sehe ich jetzt als gute Alternative. Noch ein bisschen Konzentration hier ins Spiel rein. Gegen den FSV Frankfurt und bei YouTube kommt für André Laurito. Torschance jetzt für Frankfurt, eine gute Torschance für Frankfurt, Champi. Aber Steve bekommt Ball gerade noch zwischen. Einwechslung, Schlicke für Beug, was? Beug? Stitschki? Keine Ahnung, tut mir leid. Ja, Schiedsrichter Bulls spielt eine tadellose Partie. Schön. Auch der Schiedsrichter zerteilt sich übrigens gerade. Möwald spielt einen wieder, genau, was? In Laufweg von Fabian Klos. Der sofort kurz angewiesen, aber nicht mit Glanz. Der Torhüter ist die Stelle. Fängt das im Leder. Das Leder sicher ab. Ecke von Jelen, schwierigen Kopfball von Dedic, aber Torhüter Klevin auch wieder auf Nummer sicher und lenkt den Ball mit beiden Händen übergeleitet. Das heißt nochmal Eckball für Frankfurt und Wasburg, Chance für Erfurt gegen die Bayern. Ich will sehen, wieder nach vorne, gleich zwei Bayern heben das Abseits auf, Gusch kann unbedingt einköpfen, 3:1, sorry, 3:1 gegen die Bayern. Gott! Ja, ist schön, dass wir da auch wenigstens die Erdbeere gemacht haben. Ich komme hier gerade gar nicht klar, Leute. Ich komme hier nicht klar. Ich bin überfordert. Zwei Dinge gleichzeitig, das geht gar nicht. Und Steve klärt hier vor Robert Lewandowski. Nochmal Ecke, Alaba, aber leicht heute für Philipp Levin, der heute gute Partie macht gegen beide. Es sieht auch so aus, als ob die Frische auch so regieren würde, als ob sie ja gegen beide Mannschaften spielen würden gleichzeitig. Eigentlich ein Tick nach das Tor, kein Problem für Rainer, okay. Doch die Bombe attackiert ihn dafür unfair wäre. Was den Ball gekommen, schießt sich dann sofort als Frau spielen. Na gut. 88. Spiel, nochmal Chance zu Ball. Gut, beides ist mir klar. Hauptsache Frankfurt macht kein Tor mehr. Das ist hier wichtig, dass wir wenigstens die Liga hier mit dem Sieg beginnen. Das ist ja wichtig. Alter, ist das krank. Zwei Spiele gleichzeitig. Schlusspfiff in München und Schlusspfiff im Steigerwaldstadion. Das heißt, das eine Spiel haben wir 1:0 gewonnen, das andere haben wir 3:1 verloren. Da könnte man nichts machen, konnte ich nichts einstellen. Ja, gut. Gut, das ist das Spiel gegen die Bayern. Damit kann ich auch gut und gerne leben. Fußball wird von der Straße ist wichtiger als dieser Trainer. Und der Rat, den ich weiterzugeben habe, wenn junge Profis träumen, sollen sie auf keinen Fall schlafen. Okay?
Und gegen Frankfurt ist es viel noch, ist es vielleicht doch etwas verfrüht, das zu sagen. Aber wenn meine Mannschaft so weiter so gut im Griff hat, werden wir unsere Ziele schließlich übertreffen. Ich bin froh über diesen Sieg. So ekelhaft. Ach, ich kann gar nichts von einstellen. Schön. Oder? Haben wir noch irgendwas? Nö. Schön. Also komplett verrücktes Spiel, oder? Das ist. Habt ihr das gerade gesehen? Jetzt ist es weg, schade. Oben war das Zeichen von Frankfurt. Ergebnis aber von Bayern. Wir müssen dringend in die Tabelle gucken. Ach, Leute. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Na, wir zwei spielen so nacheinander. Das ist doch ekelhaft. Unsere A-Union spielen 2 zu 2. Da habe ich auch noch in B-Union einen Namen vergeben, der gewünscht wurde. Erstmal Klos. Gut, Aktion können wir nicht reden. Schade. Verletzung noch 4 Wochen. Gut, dann ist er back in business. Mannschaft der Woche ist Odak. Kann man auch nicht reden, auch nicht schlecht. Richtig. Oh Gott. Aktion. Aus Blickfeld entfernen. Yep. Scouting abgeschlossen gegen Init. Das sieht schon anders aus. Yamada. Auch der gibt noch ein bisschen Fälle. Yamada. Aber vielleicht später mal. So. Das war das, das war das. Komplett konfus. Erstmal gucken wir hier die B-Jugend. Da habe ich nämlich jemanden vergeben. Ich habe übrigens nicht H-Punkt genommen, sondern wirklich Hermann wegen Spielerbild. Wie du siehst. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Habe jetzt irgendeinen Nachnamen mit H ausgedacht, der ja passen würde zu Leon. Nach Hause schicken. Lässt sich ja noch ändern. Wenn du meinst, willst du auch einen anderen Nachnamen haben, dann sag einfach Bescheid. So, hier ein bisschen aussortieren. Das ist wichtig, dass man hier wirklich nur Kandidaten halt mit mindestens 3 Sternen haben. Das Prozedere kennt ihr. Und da müssen wir unbedingt mal Tabelle gucken, was da jetzt nun genau gezählt wurde. Weil hier ist das so ekelhaft. Nach Hause schicken, ja. So, bei der A ist es nicht anders. Dudai, Dudai, Mr. Dudai Day. Du kannst home. You can go home. You can go home. Daniel, tut mir leid. So, Ivan. Auch du. Genau wie Michael. Michael kann auch at home. Und kann auch at home. So, Leute. Fels in der Brandung, vereinstreu, ehrgeizig, nachtragend, okay. Hat aber eine super Ballkontrolle. Haben wir auch schon so weit machen lassen, das ist super. Dann braucht er mal Grätsche noch. Da kann auch ruhig auf eine 55 hoch. Ja, auch. So. Dann wird das nämlich vielleicht auch noch was mit ihm. Wobei, er ist 18. Er ist 18. Schwierig. Echt schwierig. Aber da gucken wir dann im Winter. Ach ja. Ach, tut mir leid, Leute.
Was ist denn hier los? Aufstellungsassistent. So. Den können wir auch mal mit aufstellen. Yep. Ist das mies? Kunze. Ja, gut, er ist gut. Zentret, das ist in Ordnung. Oh, jemine, Halimi hätte ich dann doch gerne im OM. Jawohl. 58 schon, das ist natürlich klasse. Spielergespräche, gib im Training alles, Junge. Gib alles. Dann kommst du auch nach oben. So, jetzt wollen wir eine Tabelle, wollten wir uns angucken hier. Da wurde es genommen als 1-0-Erfolg, das ist super. Das andere ist ja halb so wild. Infrastruktur, wollte ich noch was machen? Infrastruktur, genau. Oder war das Stadion? Hier wollen wir ausprobieren. Überblick, Statistik. Wir machen Nessa. Ach so, das sind die Spiele gewesen. Das ist klar, dass wir Nessa machen. Da ist es klar. Was haben wir? Ein Budget, Infrastruktur. Finanzschall das. Da haben wir 1,2 Millionen Infrastruktur. Infrastruktur. Genau. Infrastruktur. Geht doch. Ein Finanzzentrum. Bürogebäude. Ich würde ganz. Medizinische Abteilung wäre super. Wo machst du ein Wellnesszentrum? Das kostet 250.000. Okay, dann machen wir das zuerst. Heidewitzka, was ist denn das für ein Nonsens? So, hier können wir. Ach, hier können wir was sagen. Super, Parker. Hast du gut trainiert. Und wäre Gehälter, wenn jetzt schon wieder. Chichos auf. Er war so. Dann machen wir später. Ob ich mit Chichos lange verbinde, weiß ich auch noch nicht. Das wird sich zeigen. So, Klo ist in Ordnung. Gib ein Training, Ollis. Halt. Ja, viel. Ich tue, was ich kann. Das glaube ich nicht. Hier auch nochmal. Jeden Training alles. Das kann man hier zu vielen sagen. Am Anfang der Saison. Das finde ich super. Möcke. Was hat denn er für Ziele? Möchte Stammspieler sein. Das. Da kann man wirklich sagen. Bisschen nach unten. Er denkt wenigstens drüber nach. Das ist gut. Macht nicht gleich dicht. Den können wir hier noch reden. Hier kann man Rafael Chicha, das können wir noch was sagen. Gut trainiert, super. So, was können wir noch sagen? Was können wir noch sagen? Den Rest heben muss man auch für das Spiel gegen St. Pauli. So ist danach. So, Trezeguet bräuchte. Mal gucken, was er dann. Wobei, Klos, er ist nicht fit, also würde ich ihn gerne mal eine Runde pausieren lassen. Genau wie ein, wo ist es denn schlimmer? Hier, mit Steve würde ich aber mal pausieren lassen gerne. Wenigstens mal für ein Spiel. Torben Marx, aber für Fiel. Die Bombe für Buchwa ist ja auch nicht so verkehrt. Und hier. So. Dass wir ein bisschen Ausgleich haben. So, jetzt gehen wir mal in die Taktik rein, Leute. Wir haben schon wieder 24 Minuten auf der Uhr. Das darf doch nicht wahr sein. Gut, wir hatten ein Doppelspiel. Wir hatten ein Doppelspiel, dann
ist das halt dann immer so. Und wir kümmern sich um Buchtmann. So, gehen wir noch ein kleines Stückchen weiter. Bis vor dem Spiel gegen St. Pauli. In St. Pauli übrigens. Fast ausverkauft. Die Hütte. In Hamburg. Vom Kiez zeige ich euch hier. Fast ausverkauft. Na komm, mach ich nicht. So. So, Leute, da haben wir es. So, drängt sich auf, okay. Ja. Super Spielgespräche. Gib im Training alles. Der kann auch was, den sehe ich auch, dass er da zeitnah hochkommen kann, vielleicht Ende der Saison schon. Aber jetzt erstmal. Was sagt unsere Scouting-Abteilung? Habt ihr was, alle was zu tun? Ihr habt ihr. Gut, dann ist in Ordnung. Nächsten Gegner ist auch in Ordnung. In dem Fall Kalender nächsten. Okay, könnte ich hier sagen? Nee, kann ich nicht. Verdammt! Dass wir den einen Tag nach hinten hätten schieben können, wäre super. Das wäre super gewesen, aber ist nicht. Dafür speichern wir jetzt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge des FF13, dann gegen den FSV St. Pauli 1910. Bis dahin, euer Robert. Ich wünsche euch was. Tschüss, tschüss.